Das Werkzeugduell. Gabby! Gabby! Blaze! AJ! Was macht ihr zwei denn hier? Wir brauchen deine Hilfe. Irgendwas stimmt mit Blaze nicht. Was ist los, Blaze? Ich weiß nicht. Es ist seltsam. Irgendwas in mir drin macht so ein komisches Geräusch. Hier, hör mal. Ja, das Geräusch ist seltsam. Komm mal, fahr auf die hydraulische Hebebühne. Ich seh mal nach. Und hoch geht's. Wow. Das Geräusch kommt aus deinem Getriebe, Blaze. Ich brauche mein Werkzeug, um besser ranzukommen. Oh, Gabby, was ist das denn? Na, mein Werkzeugschrank. Ziemlich cool, huh? Ja. Jedes Werkzeug, was ich jemals brauchen könnte, ist in diesem Schrank drin. Wow. Und mit welchem Werkzeug willst du Blaze reparieren? Ich nehme wahrscheinlich einen 4er-Schraubenschlüssel. Wo ist der Schraubenschlüssel mit der 4 drauf? Ja, da ist er. Aha, Blaze, ich weiß jetzt, was dir fehlt. Was? Was ist es, Gabby? Da drin steckt etwas fest. Und zwar... eine Quietscheente. Eine Quietscheente? Ich frag mich, wie die da hinkam. So, Blaze, alles repariert. Danke, Gabby. Zum Glück hast du so viel Werkzeug hier. Hey, seht mal! Stripes! Oh, Leute, ihr glaubt gar nicht, was mir gerade passiert ist. Was war denn? Was denn? Ich war klettern, bin abgerutscht und schlug mit der Stoßstange auf und jetzt ist sie kaputt. Oh je. Oh. Keine Sorge, Stripes. Ich repariere das. Ich hol nur schnell meinen Werkzeugschrank und... Gabby muss Zack auch reparieren. Scheibenwischer wischt falsch. So ein Rost. Sieht ganz so aus. Ist nicht schlimm. Ich repariere dich. Ich muss nur schnell mein Werkzeug holen, damit ich... Oh oh, was ist denn mit dir heute los, Darrington? Weiß ich nicht. Aus irgendeinem Grund kann ich nur noch rückwärts fahren. Ups. Keine Sorge, Darrington. Das repariere ich auch. Solange ich meinen Werkzeugschrank habe, kann ich alles reparieren. Klasse! Ja, Gabby kann alle reparieren. Achtung! Sieh nur das viele Werkzeug, Picky. In diesem Werkzeugschrank ist alles drin. Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Elektrobohrer. Oh ja, ich sehe sie. Da sind sie. Ich hätte auch gern so einen Werkzeugschrank. Komm mit, Picky, folge mir. Okay, klar. Sekunde noch. Wohin fahren wir? Crusher! Oh! Das ist perfekt, wenn keiner hinguckt. Schnapp ich mir das Werkzeugschränkchen. Aber Crusher, das kannst du nicht machen. Und ob ich kann? Siehst du, hab ihn schon. Jetzt schnell verduften wir. Au. Okay, meine Lieben. Ich werde jetzt mein Werkzeug holen und euch reparieren. Mein Werkzeugschrank ist weg. Blaze, AJ, habt ihr meinen Werkzeugschrank gesehen? Nein. Nein. Wo ist Gabbys Werkzeugschrank? Ja, da ist er. Crusher hat ihn. Und er fährt damit weg. Oh nein! Ich brauche mein Werkzeug doch! Ohne Werkzeug kannst du meine Stoßstange nicht reparieren! Zacks Scheibenwischer auch nicht! Oder mein Rückwärtsfahrproblem! Es tut mir leid, aber ohne mein Werkzeug kann ich niemanden reparieren! Keine Sorge, Gabby! AJ und ich holen dir das Werkzeug von Crusher zurück! Richtig? Richtig! AJ,
Drück auf die Tube! Helfen wir Blaze, super schnell zu fahren, damit wir Crusher einholen. Damit er turbo schnell fährt, ruft ihr: Gib Speed! Gib Speed! Ja! Hey Joe, sieh mal, da fährt Blaze! Los, schnapp sie dir, Blaze! Du Super Truck! Los, komm, wir brechen auf! Ich weiß, wir haben's drauf! Los geht's! Eins, zwei, drei! Gib Speed! Gib Speed! Glaub mir, wir haben Spaß! Wuhu! Komm, jetzt gib schon Gas! Ja! Yeah. Eins, zwei, drei! Gib Speed! Gib Speed! Eins, zwei, drei und vier, das Pedal gehört jetzt dir! 7, 8, gib Speed! Ich hab es, ja, das Werkzeug! Gehört mir, niemand nimmt's weg von mir! Nur dem Blaze fällt es nicht schwer, denn der kommt wie immer hinter uns her! Was? Oh, nein! Er wird versuchen, das Werkzeug zurückzuholen! Hey, ein Momentchen! Ich weiß was, womit ich ihn aufhalten kann! Und zwar mit einer Bananenausrutschkanone. So ein Pech, Blaze. Sieht aus, als wärst du in eine glitschige Lage gerutscht. Igitt. Hey, Blaze, wieso sind wir da weggerutscht? Ich glaube, ich weiß, wieso. Siehst du die vielen Hubbel in der Straße? Durch die haben meine Reifen einen guten Halt. Das nennt man Reibungskraft. Aber meine Reifen finden keinen Halt auf den zermatschten Bananen, denn die sind zu rutschig. Oh! Also, um diesen Hügel hochzukommen, müssen unsere Reifen auf den hubbeligen Stellen fahren. Darauf haften sie besser. Helft mir, Blaze zu lenken. Hebt eure Hände hoch und dann greift ihr das Lenkrad. Genau so. Gut festhalten. Und jetzt dreht das Lenkrad und lenkt Blaze vom Bananenmatsch weg. Oh, Achtung, Bananen! Schnell, dreht das Lenkrad. Wuhu! Super gelenkt. Noch mehr Bananen. Lenkt in die andere Richtung. Klasse! Dreht wieder das Lenkrad. Dreht nach links. Noch mehr Bananen. Lenkt nach rechts. Und nochmal nach rechts. Wir haben es gleich geschafft. Schnell, dreht das Lenkrad nach links. Ja, geschafft. Seht mal, Crushers Kanone hat keine Bananen mehr. Sehr gut. Leb wohl, Bananenausrutschkanone. AJ, drück auf die Tube. Wir müssen uns beeilen und das Werkzeug zurückbringen. Reibung lässt dich langsam fahren, denn die rutscht man auf einer Holperbahn. Reibung, Reibung, nennt man die Spannung zwischen zwei Dingen. Reibung, Reibung, nennt man die Spannung zwischen zwei Dingen. Nicht genug und schon rutscht du aus. Etwas mehr und du hast es drauf. Reibung, Reibung, nennt man die Spannung zwischen zwei Dingen. Reibung, Reibung, Reibung. Oh, Stripes! Schleif mit deiner Stoßstange nicht so über den Boden rum. Ups. Okay, Gabby. Oh, vorsichtig, Zack. Daring Talk! Oh. 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 Gabby! Gabby! Starla, sag bitte nicht, dass du auch kaputt bist. Oh, so ist es aber, Gabby. Sieh doch nur. Bei
Bei mir kommen Seifenblasen aus dem Auspuffrohr. Seifenblasen? Oh Mann! Um das zu reparieren, brauche ich aber viel Werkzeug. Ho, ho, ho! Langsam wird es verrückt. Hoffentlich kommen Blaze und AJ bald mit dem Werkzeug zurück. Komm schon, Vicky, beeil dich und komm an Bord. Jetzt kann uns niemand mehr folgen und mir das Werkzeug wegnehmen. Yeah! Mann, das sind aber ganz schön viele Wellen, was, Crusher? Igitt. Rostfleck! Die schwimmen mit Gabbys Werkzeugschrank über das Wasser. Wir brauchen ein richtig schnelles Boot, um sie einzuholen. Durch die Wellen ist es schwer, schnell zu sein. Wenn sie gegen das Boot schlagen, erzeugt das Reibung und man fährt langsamer. Ja, und wir wollen wenig Reibung, damit unser schickes Boot wirklich schnell über das Wasser gleiten kann. Also bauen wir einfach ein Boot, das über die Wellen gleiten kann. Ein Tragflächenboot. Geniale Idee. Kommt, besorgen wir ein paar Teile und machen aus mir ein Tragflächenboot. Zuerst brauche ich einen Rumpf, damit ich auf dem Wasser schwimmen kann. Um ihn zu kriegen, ruft Rumpf. Rumpf! Perfekt. Nun brauche ich eine Schiffsschraube, die sich sehr schnell dreht und unser Boot nach vorne treibt. Ruft Schiffsschraube! Schiffsschraube! Und das Allerwichtigste, was fehlt? Ich brauche noch Tragflächen, die mich über die Wellen gleiten lassen. Ruft Tragflächen! Tragflächen! Geschafft! Jetzt bin ich eine schicke, schnelle Tragflächen-Monstermaschine! Wow! Blaze! Du siehst super aus! Halt dich fest, AJ! Das Tragflächenboot sticht jetzt gleich in See! Oh ja! Sieh mich an, Crusher! Ich bin der König der Welt! Piggy, was war das eben? Naja, das könnte ein Fisch sein oder ein Wal. Oder vielleicht ist es ein Fisch. Oh, hatte ich das schon gesagt? Es ist Blaze. Wow! Blaze ist ein Tragflächenboot. Nicht mal die hohen Wellen können ihn jetzt bremsen. Oh, er darf das Werkzeug nicht zurückkriegen. Nicht jetzt. Oh nein! Och, nicht weinen, Crusher. Warte mal, Piggy. Mir fällt gerade etwas ein. Etwas, das Blaze mit Sicherheit aufhält. Hieran kommt er niemals vorbei. Am beißenden Roboterhai. Oh Mann, der sieht nicht nett aus. Oh! Puh, ich sehe den Roboterhai nicht mehr. Vielleicht ist er abgehängt. Oder vielleicht auch nicht. Der Roboterhai ist ganz schön bissig, Blaze. Uns muss schnell was einfallen. Wir müssen einen Weg finden, der ihn am Zubeißen hindert. Und das schaffen wir wohl nur, wenn wir ihn mit etwas füttern, das er nicht zerbeißen kann. Guck, ich habe hier ein dickes Stück Seil. Sehr gut. Probieren wir es. Mal sehen, ob der Roboterhai das Seil zerbeißen kann. Hat er es zerbissen? Ja, und er musste nur einmal zubeißen. Hey, wie wäre das? Ein Stock? Der sieht sehr stabil aus. Klar. Probieren wir es. Mal sehen, ob der Roboterhai den Stock zerbeißen kann. Er kaut auf dem Stock herum. Hat er ihn zerbissen? Ja, hat er. Ja, aber diesmal war es nicht so leicht für ihn. Dreimal musste er zubeißen, bevor er kaputt war. Schnell, AJ. Findest du was, das noch schwerer zu zerbeißen ist? Oh, guck. Ein Metallrohr.
Das fühlt sich so richtig hart an. Wir testen es. Hat er das Metallrohr zerbissen? Nein, das kann er nicht zerbeißen. Seht mal, er zerbricht in Stücke. Genial, das war die Lösung. Jetzt wissen wir, Roboterhaie können keine Metallrohre zerbeißen. Da vorn, da ist Crusher mit Gabbys Werkzeugschrank. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen doch das Werkzeug zu Gabby zurückbringen. AJ, drück auf die Tube. Das Werkzeug ist meins, ganz meins. Crusher, rückwärts fahren ist aber ziemlich gefährlich. Ach was, wieso? Der ganze Werkzeugschrank ist jetzt meiner. Oh nein, jetzt liegt der Werkzeugschrank ganz da unten. Was? Blaze ist auch gleich hier. Schnell, schnell, Piki. Wir müssen das Ding holen, bevor Blaze es hat. Oh, fahr ohne mich. Ich würde lieber hier... Oh. Wir müssen vor Crusher beim Werkzeugschrank sein. Oh, oh. Aber er hat einen großen Vorsprung. Sieht aus, als ob wir ihn nur überholen können, wenn wir was Rutschiges auf den Boden legen. Dann gibt es keine Haftreibung und wir können fix nach unten rutschen. Hey, Blaze, wie wär's damit? Das ist eine von Crushers super Rutschbananen. Das ist perfekt. Passt auf, wenn ich bis drei gezählt habe, ruft ihr Rutsch. 1, 2, 3, Rutsch! Yeah! Was? Yippie! Man sieht sich, Crusher. Wir haben das Werkzeug. Na also, gut gerutscht, Blaze. Ich kann nicht fassen, dass die zwei mich besiegt haben. Schon wieder. Crusher, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber ich glaube, dein Auspuffrohr ist irgendwie kaputt. Kaputt? Lass mich sehen. Oh nein! Crusher, ich glaube, du hast vergessen, dass wir jemanden kennen, der dich reparieren kann. Wen denn? Gabby, die kann es. Sie braucht nur ihr Werkzeug zurück. Schon vergessen? Oh, ja. Komm mit, Crusher. Folge uns. Warte auf mich, Crusher! AJ, ihr habt mein Werkzeug. Ist doch selbstverständlich. Jetzt kann ich endlich alle reparieren. Sogar dich, Crusher. Oh, supi. Sie hat's geschafft! Sie hat mein Seifenblasenproblem beseitigt! Und ich bin auch wieder okay. Ha, meine Stoßstange hängt wieder dran. 6 Scheibenwischer auch repariert. Und ich fahre nicht mehr nur rückwärts. Na, ich bin froh, dass es euch allen besser geht. Das sollte genügen, Crusher. Alles repariert. Wahnsinn, sieh dir das mal an. Dein Auspuffrohr sieht aus wie neu. Ach ja, tut es das? Okay, also dann düsen wir ab. Warte bitte mal, Crusher. Ich glaube, du hast etwas vergessen. Was sagst du zu Gabby, weil sie dich repariert hat, hä? Crusher, was sagt man? Dankeschön. Siehst du? War gar nicht so schwer. Hey, jetzt wo alle repariert sind, wie wär's mit einer kleinen Spritztour? Klar! Und ab! Fahren! Ja!
Maschinen mir nach! AJ, zurück auf die Tube! Ich verstehe nicht, wieso alle anderen Blaze für was Besonderes halten. Na, vielleicht, weil er so schnell ist. Oder weil er mutig ist. Oder weil er... Igitt. Eklig. Voll lecker!